Liebe Helena, du hast einen sehr wichtigen Beitrag gehabt und eine sehr wichtige Frage. Magst du das nochmal wiederholen? Ja, es ging um die Frauen und die jesidische Frauen, die immer noch in den Gefangenschaft sich befinden. Es sind ja mehr als 3000 Frauen, Kinder und Männer. Bis jetzt wissen die Familien nicht, diejenigen, die jetzt in Shinga leben, wo deren Töchter sind, wo deren Kinder sind oder wo deren Männer sind. Und das wird sehr wenig darüber geredet. Und ich habe bis jetzt keine Organisation oder so gesehen, die sich dafür einsetzt. Und ich finde, das soll, also als dieser Völkermord an den Jesiden in Deutschland anerkannt wurde, war mein größter Wunsch, dass endlich eine Organisation gibt, die sich dafür einsetzt und die unsere Frauen und Kinder endlich zurückbringen. Und es gibt auch eine andere wichtige Sache, die auch sehr wenig darüber geredet wird, sind die Leichen im Shingal. Da gibt es so viele tausende Leichen da in den Gebirgen und auch Kinder und andere ältere Männer, die es nicht mehr geschafft haben, in den Bergen zu gehen und da verhungert haben und verdurstet haben. Da gibt es tausende Leichen und irgendwie nicht mal die irakische Regierung oder die kurdische oder auch die Länder, die diese Anerkennung, diese Genozid anerkannt haben, die keiner setzt sich daraus ein und ja, das wäre sehr wichtig, weil es die Familien, die das jetzt überlebt haben, die wissen jetzt gar nicht, wo deren Kinder sind und ob die überhaupt noch leben oder ob die jetzt gestorben sind, weil keiner weiß, wem die Leichen gehören. Die Veranstaltung heute im Integrationsrat in Münster, kleine Veranstaltung. Es wurde wirklich von dem jesidischen Kulturverein eine sehr, sehr große aktive Gruppe. Der Inhalt von dieser Veranstaltung geht richtig tief. Wir Menschen in Münster und in Deutschland und in der ganzen Welt kennen wir so wenig über das Leiden der Völker. Heute dann haben wir uns dann auf das Jesidische konzentriert. Und wir müssen gucken, dass wir auch nachhaltig handeln. Und das Allerwichtigste ist, die Leute zu hören, die von dort kommen, die richtigen Betroffenen, dass wir auf denen gehen, respektieren und deren Wünsche versuchen einzugehen.